Wenn ihr wollt, dass neue Dorfbesuche kommen, kein Problem. Ich habe da auch schon was Besonderes im Auge. Also, das wird sich dann auf jeden Fall lohnen. Das kann ich sagen. Ich möchte keine normalen Dorfbesuche machen. Das wird sich auf jeden Fall lohnen für euch. Wenn ich die machen soll, schreibt es in die Kommentare oder liked das Video. Ganz einfach. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und zwar Clash of Clans fast durch. Es ist jetzt wirklich, also ich glaube, die Zielgerade ist wirklich jetzt fast erreicht. Das Einzige, wo es jetzt noch ein bisschen problematisch ist, immer ist eigentlich die Clanstadt. Eigentlich hier das Rauben von Clanstadt Gold bei den Überfällen. Moment, da sehen wir das nämlich jetzt schon. 829.620 bedeutet, da ist noch ein bisschen der Engpass. Muss ich mal gucken, dass ich da vielleicht noch meine Ausbeute ein bisschen erhöhe, damit ich da ein bisschen schneller fertig bin. Fürs nächste Mal, für den nächsten Überfall. Und zwar möchte ich jetzt mal angreifen und möchte euch währenddessen so ein bisschen den Plan sagen, wie es denn hier überhaupt weitergeht insgesamt mit Clash of Clans, mit dem Kanal und so weiter. Also bleibt auf jeden Fall dran. Hört gut zu, das ist wichtig, das möchte ich nochmal an dieser Stelle gesagt haben. Hört bitte gut zu. Und jetzt müssen wir mal eben ganz kurz zwischendurch schauen. Ich schaue ja immer drauf, wo sind die Zaubertürme, wo sind die Monolithen. Ich nehme aber auch eigentlich gerne mittlerweile ein bisschen Dunkles noch mit. Und zwar habe ich ja gesagt, ich möchte Clash of Clans gerne durchspielen. Das bedeutet, ich möchte maxed sein und auch alle Achievements haben, alle Multiplayer, also alle Einzelspieler-Level haben und auch alle Trainingslevel haben. So, Trainingslevel habe ich, Einzelspieler habe ich, maxed bin ich fast. Es fehlen hier nur noch die Begleiter. Phoenix geht jetzt auf das maximale Level und danach ist es nur noch Diggy und dann bin ich fertig damit. Dann ist das durch. Dann ist da schon mal ein Haken dran. Nachtdorf bin ich auch maxed seit 3 Jahren. Also von daher, den nehme ich jetzt auch mal eben mit. Also Nachtdorf ist sowieso maxed, das ist sowieso kein Problem. Von daher, alles in Ordnung. So, 1, 2, 3, zack, zack, zack. Da noch einen drauf und da noch einen drauf. Und dann werden wir hier oben auch nochmal eben ganz schnell, 1, 2, 3, das Ganze auseinandernehmen. Dann sind schon mal die Infernos weg. Monolith ist zwar natürlich auch ein bisschen gefährlich, aber nicht so ganz. Ja, nicht so ganz so mein Problem jetzt gleich. Also, dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich denn tatsächlich maxed bin? Das ist eine gute Frage. Und zwar habe ich mir gedacht, ich gucke mir jetzt auf jeden Fall erstmal das Nachtdorf-Update an. Ich bin ja wirklich schon sehr gespannt auf das Nachtdorf-Update. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Und ich denke mal, das Nachtdorf-Update wird auf jeden Fall gut werden. Und deswegen, wenn es dann richtig viel frischen, neuen Content gibt dabei, dann kann ich auch wieder ordentlich Folgen machen, denn das ist aktuell so das größte Problem. Egal, ob es jetzt Streamen ist oder Folgen machen oder so, es passiert einfach nichts. Und wenn nichts Neues passiert, dann habe ich auch ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf. Und jetzt ist es, ich sag mal, dieses stupide, einseitige, einfach nur Sammeln von diesen Zaubertürmen und von den Monolithen. Es ist halt kein Content, den man in einem Stream bringen kann, weil es einfach langweilig ist. Es ist einfach langweilig. Es ist einfach langweilig. Ich setze mich dann dahin, gucke vielleicht nebenbei Fernsehen, gehe vielleicht aufs Laufband, gehe dabei eine Runde oder so und dann mache ich das mal eine Stunde am Tag oder so. Das ist es dann aber auch. Das ist halt nichts, wo ich dann sage, ich kann das jetzt in einem Stream machen oder ich kann das jetzt in Videos immer machen oder so. Das geht nicht. Also das ist dann eher so, ja, eher sowas für zwischendurch für mich. Also das ist, wenn das abgehakt ist, Nachtdorf 2.0 Update. Ich bin wirklich sehr gespannt. Aber, tja, dann wird man mal sehen. Ich werde wahrscheinlich dann aber trotzdem langfristig auf dem Kanal etwas weniger Clash of Clans machen. Und dann eher so Richtung vielleicht Squadbusters, Clash Heroes, keine Ahnung. Gibt's immer noch keine Infos. Seit November 2021 gibt es da keine Infos. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob sie das Spiel überhaupt noch weiterentwickeln. Also, ich weiß es nicht. Wenn ich da Infos habe, werdet ihr es erfahren. Allerdings, aktuell gibt es da wirklich gar nichts. Also da gibt es wirklich überhaupt gar nichts. Nicht mal ein bisschen an Infos, wirklich gar nichts. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir da dann mal irgendwie Infos bekommen. Auf jeden Fall Squadbusters, das ist ja noch sehr, sehr aktiv in der Entwicklung. Oh, ja, ja, den nehmen wir jetzt mal mit. Also Squadbusters, da könnt ihr auf jeden Fall von ausgehen, dass es da irgendwann mal, ja, ich kann da keinen Termin nennen, aber da weiß man auf jeden Fall, dass es da auf jeden Fall weitergehen wird. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Minecraft Legends kommt ja jetzt raus am 18. Das würde mich eigentlich auch reizen. Also müssen wir da mal gucken. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da noch so erwarten wird. Okay, den nehme ich jetzt mal 1, 2, 3, 4 Stück. Nehme ich auf jeden Fall mal mit den Zauberturm.
auf der Seite, 2, 3, 4, das gleiche Spielchen. Monolith ist... Okay, Monolith ist da unten. Das bedeutet, ich gehe von der Seite hier unten vor. Ja, Dorfbesuche kann ich mal wieder machen. Da hatte ich zuletzt allerdings nicht so viel Zeit zu, aber da will ich... Wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, dass neue Dorfbesuche kommen, kein Problem. Ich habe da auch schon was Besonderes im Auge. Also, das wird sich dann auf jeden Fall lohnen. Das kann ich sagen. Ich möchte keine normalen Dorfbesuche machen. Das wird sich auf jeden Fall lohnen für euch. Wenn ich die machen soll, schreibt es in die Kommentare oder liked das Video. Ganz einfach. Das ist mein Angebot an euch. Wir können das super easy machen. Also das ist kein Problem. Neue Dorfbesuche, liked das Video, schreibt es in die Kommentare und dann machen wir das. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht so viel Zeit verplemper. Ich will ja auf jeden Fall noch den Monolithen mitnehmen. Klanburg von mir ist ja sowieso leer gewesen. So, zack, zack, zack. Warden. Da auf jeden Fall noch drauf. Ja gut, jetzt sind die wirklich alle im Radius von dem Warden, die ganzen Ballons. Deswegen nehmen wir jetzt mal bitte ganz schnell raus aus dem Gift, Leute. Ganz schnell raus aus dem Gift. Der Monolith muss weg. Bitte, bitte Monolith weg. Monolith weg, Monolith weg, Monolith weg, Monolith weg, Monolith weg. Bitte. Ja, ist weg. Schönes Ding. Jetzt noch bitte etwas Dunkles. Da hätte ich echt auch nichts gegen. Das dunkle Lager. Ja, viele gerushte Bases hier unten. Viele Bases mit sehr viel Loot. Da gehe ich normalerweise gar nicht drauf. Aber so... Ich muss ja schon an die Zeit denken, wenn der Phönix fertig ist und ich dann für Diggi das nächste brauche, dann brauche ich ja für Diggi wieder ordentlich was. Dann brauche ich für Diggi wieder ordentlich Loot. Und dann haben wir den Loot auch ready. Ja, und dann bin ich maxed. Da freue ich mich schon drauf. Ich war schon lange nicht mehr maxed, weil ich auch gar nicht so aktiv dann gefarmt habe. Und dadurch, dass ich jetzt die Achievements jage, ja, achte ich da nicht so drauf. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir irgendwann mal wieder ein Update sehen. Also Fahrplan, Clash of Clans durchspielen, hoffentlich vor dem Update, damit, falls neue Achievements kommen sollten mit dem Update, dass ich dann vorher schon fertig bin, wird aber auf jeden Fall knapp. Es wird wirklich sehr knapp werden. Aber zumindest, wenn ich dann zumindest schon mal Monolithen fertig habe, Zaubertürme fertig habe und ja, zumindest das beigetragene Gold zur Clanstadt, dann wäre es schon mal nicht so schlecht. Also wir sehen das jetzt ja hier. Ah, 4 Stunden 53. Ah, 2400. Okay. Wir können trotzdem noch ein bisschen was beitragen. Und zwar... Ich bin ja noch im Wreck and Leaf Clan. Super Riesenposten ist eigentlich nicht so, wo ich sage, das ist nicht so super. Super Barbarenkaserne kann man machen, die ist eigentlich ganz gut. Die Truppe, die kann man auf jeden Fall gut benutzen. So, 14.000 wieder beigetragen. Und jetzt schauen wir mal nach im Profil, wie viel es denn jetzt im Endeffekt ist. Also ich denke mal, bei den Zaubertürmen müssten es so 3.100 sein oder 3.000. Ja, 3.100 würde ich jetzt mal schätzen. 3.147 sogar. Ui, das ist schon mal geil. Monolithen 1.515 ist auch in Ordnung. Und hier unten... 1.892.000. Alter, es ist nicht mehr weit. Dann habe ich da 500. Und vor allem, Erbeute 1.000.000 Stadtgold bei Überfallangriffen. Ey, dafür kriegst du nur 250. Ich frage mich wirklich, wer bei Supercell sich da hinsetzt und diese Achievements festlegt mit den Belohnungen. Also teilweise kriegst du für Achievements, wo du wirklich viel aufbringen musst, kriegst du echt wenig. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also da hätte ich auf jeden Fall bei aggressiver Kapitalismus, hätte ich auf jeden Fall mehr als Belohnung gemacht als bei wertvoller Clankamerad, weil du ja hier noch selber jedes Mal das Ganze ausbauen kannst. Du kannst jedes Mal die Schmiede wieder bedienen. Bei den Überfällen, da musst du immer eine Woche warten. Also das muss ich sagen... Das ist wirklich blöd. Ich habe mich immer gefragt, warum ich hier keine Truppen bekomme. Also ich könnte es ja nicht lesen. Hier sind ja keine Deutschen oder kaum Deutsche im Clan. Deswegen. Also ich habe auch jetzt gar keine Trübskis mehr am Start. Ich habe auch keinen Trainingstrank drin. Vielleicht werde ich heute Nachmittag nochmal ein bisschen eine Runde pushen. Und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.